Es geht wieder nach Genovien. Die Wünsche der Fans wurden erhört. Plötzlich Prinzessin bekommt einen dritten Teil. Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Adrita Mukherjee das Drehbuch für den anstehenden dritten Teil der Filmreihe schreiben. Dabei handelt es sich um ein Sequel der Filme, die sich um Mia Thermopolis und ihr neues Leben als Prinzessin drehen. Anne Hathaway, die in den ersten beiden Filmen Mia verkörperte, soll bisher aber noch keinen Deal abgeschlossen haben, um zu dem Film zurückzukehren. Insider erklärten gegenüber dem Hollywood Reporter, dass die Hoffnung besteht, dass Hathaway dem Cast wieder beitritt, wenn die Produktion des Projekts anfängt. Erst im vergangenen Monat hatte die 40-jährige Anne angedeutet, dass sie sich für einen dritten Film des Franchise begeistern würde. Gegenüber Entertainment Tonight verriet der Hollywood-Star: Ich würde das mehr als nur in Betracht ziehen. Ich begeistere mich dafür. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Julie Andrews mit einzubeziehen, dann würden wir dafür sorgen, dass es funktioniert. Julie Andrews spielte Clarice Rinaldi, die Königin von Genovien, in der ursprünglichen Komödie aus dem Jahr 2001 und in der Fortsetzung von 2004. Im Juni bestand die 87-jährige Andrews jedoch darauf, dass es für sie zu spät sei, einen weiteren Plötzlich-Prinzessin-Film zu drehen.